Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Jesus tut auch heute noch Wunder. Das erleben wir immer wieder, wenn Menschen uns schreiben. Und gerade schrieb uns eine Frau, dass nach dem Gebet Nierenschmerzen verschwunden sind. Halte dich an Jesus. Er ist ein Gott, der hilft. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute ermutigen, auch mit einem Wunder Wasser zu Wein verwandeln. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Wasser in Wein verwandeln. Bestimmt kennt ihr die Geschichte, wo Jesus zu einer Hochzeit eingeladen wurde und der Wein ging aus und Jesus hat gesagt, füll die Krüge mit Wasser. Und er hat sie in Wein verwandelt. Das ist eine schöne biblische Geschichte, wo wir sagen, wow, Gott kann Wunder tun, aber ich brauche jetzt nicht Wasser in Wein verwandelt, sondern ich brauche andere Dinge. Und genau das ist es auch. Es ist ein Beispiel. Und er möchte auch deine Gespräche wirklich verwandeln in Offenbarungsgespräche, in Gespräche der Weisheit, dass wir nicht nur irgendwo ratschen oder irgendwo die Zeit ausfüllen mit so belanglosen Reden, sondern dass er wirklich unser Reden mit Weisheit füllt, dass es andere, dass anderen geholfen wird. Und er möchte auch wirklich, wirklich dir begegnen, dass ein ganz gewöhnlicher Tag auf einmal ein Tag wird für dich, den du feiern kannst. Feiere dein Leben. Bestimmt sagst du, das Leben habe ich noch nie gefeiert, mein Leben. Das ist ja so schräg und so und so und so. Ich sag dir, Gott möchte wirklich aus einem normalen Tag dich verwandeln, dass du dein Leben feiern kannst, dass du sagst, wow, heute ist ein schöner Tag, heute ist Gott mit uns. Und das wünsche ich dir von Herzen. Er möchte nicht Wasser in Wein verwandeln, weil du das nicht brauchst, aber in deinem Leben Dinge verwandeln. Und danke, Herr, dass du Wunderbares tust. Ich danke dir dafür, Herr. Jeder, der sagt, oh ja, meine Gespräche verwandeln wirklich in Offenbarungen, in Weisheit, in Visionen, dass ich anderen helfen kann und auch die anderen Dinge. Ich danke dir, dass du mit jedem bist, der jetzt zuschaut. Amen. Amen. Und bevor wir wieder hören, was Gott getan hat an den Menschen, möchten wir wieder beten für die Gebetsanliegen, die eingegangen sind. Und eine verzweifelte Frau bittet um Gebetshilfe wegen Schmerzen beim Laufen. Ihr Lieben vom Missionswerk, ich bitte für mich um Gebet. Schon lange leide ich unter starken Schmerzen beim Laufen. Zwei Operationen, eine sehr schwere, die andere eine weniger schwere, brachte nicht das gewünschte Ergebnis. Ich verzweifle immer mehr. Lange bin ich schon ausgebremst und kann kaum etwas unternehmen. Da ich euch öfters bei Bibel-TV predigen höre und von den Gebetserhörungen gehört habe, möchte ich euch um Gebet bitten. Herzlichen Dank. Und es tun wir gerne. Jesus, wir danken dir, dass du diese Frau kennst, die da so Probleme hat beim Laufen. Und wir kennen die Ursache nicht, aber du weißt es. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass diese Schmerzen oder was immer es auch ist, verschwindet, entmachtet ist durch das Blut Jesu, dass es nicht mehr kommt und dass sie wirklich laufen kann, so wie es in deinem Wort steht, springen wie ein Hirsch, wie Hirschfüße. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass sie wieder mobil ist und dass sie wirklich wieder auch Dinge unternehmen kann, die sie gerne möchte. Danke, Jesus. Amen. Amen. Folgendes Anliegen schrieb uns eine Frau mit der Bitte um Gebet. Leide schon lange Jahre schrecklich an Histaminintoleranz, Laktoseintoleranz, Reizmagen und Reizdarmsymptomatik. Das ist sehr belastend und bin ohne Hilfe und Beistand meiner Familie. Habe keine gläubigen Freunde mehr und bin in meiner Not sehr allein und vereinsamt. Und Jesus, du siehst auch diese Frau, die einsam ist. Und ich danke dir, dass du in ihrem Herzen wohnst und dass sie wirklich nicht einsam sein braucht, weil du immer bei ihr bist. Danke, Jesus, dass du ihr aber auch Menschen zur Seite stellst, mit denen sie
Kontakt haben kann. Danke, Jesus. Und du kennst auch ihre Krankheiten, die ganzen Allergien und Intoleranzen und was da alles ist in ihrem Leib, Reizmagen und Reizdarm. Und danke, Jesus, dass du sie berührst von Kopf bis Fuß, dass sie wirklich durchströmst von Kopf bis Fuß. Danke, Jesus, dass alles heilt und in Ordnung kommt, die ganzen Entzündungen und alles, was da nicht in Ordnung ist, dass du jede Zelle ihres Leibes berührst und wiederherstellst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich und die Infos sind eingeblendet. Gebetsanliegen von einem Mann, der Probleme mit den Zehen und dem Kiefer hat. Er schreibt: Ich habe einen eitrigen Zeh, der operiert werden muss. Andere Zehen wachsen ineinander und muss deshalb zum Unfallchirurg. Habe auch eine Pilzinfektion, die ich nicht wegbekomme. 3 verschiedene Salben helfen nicht. Muss zum Hautarzt. Brauche ein Implantat, muss zum Kieferchirurg. Mir geht's gesundheitlich nicht gut. Bitte betet dafür. Ja, Herr Jesus, danke, dass wir zu dir kommen dürfen, auch mit all diesem, was durcheinander ist im Körper und was wieder gerichtet wird. Und lenk auch die Ärzte, dass sie wirklich eine gute Arbeit machen. Aber danke, Herr, dass du auch da eingreifst. Herr, wir rufen deine göttliche Normalität in diesen Körper hinein, dass wieder alles dort so passt, wie es vorgesehen ist. Ich danke dir dafür. Und Herr, stehe auch diesem Menschen richtig zur Seite und mit deiner Liebe und deiner Größe. Danke, Herr. Amen. Amen. Folgendes Gebetsanliegen kam per E-Mail bei uns an. Bitte um Gebet meiner brennenden Nervenschmerzen seit 2018 und kam durch ein viel zu starkes Antibiotikum, das mir eine Ärztin verschrieben hat. Herzlichen Dank und Gottes Segen. Ja, Herr, danke. Herr, wenn auch Menschen Fehler machen, Herr, du vergibst auch, Herr, und du bringst wieder Dinge in Ordnung, Herr, wo wir Menschen oftmals, Herr, wirklich Fehler machen. Und auch dieser Schaden an den Nerven und diese ganze Reizungen und diese Schmerzen, Herr, ich danke dir dafür, Herr, wieder für deine göttliche Normalität, auch in diese Nerven rufen wir hinein und alles, was beschädigt wird, rufen wir Heilung hinein, in deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Eingreifen und das ist immer wunderbar zu hören. Wir haben einen großen Gott. Immer wieder erleben wir, wie Schmerzen einfach verschwinden und auch folgendes Zeugnis handelt davon. Ich danke euch für eure Gebete. Ich hatte euch vor kurzem wegen Nierenschmerzen geschrieben. Die Schmerzen sind weg. Jesus hat mich geheilt. Lob und Dank sei ihm. Und auch diese Frau wurde von Schmerzattacken geplagt und schreibt Folgendes: Ich bat vor einiger Zeit um Gebet für meine Bizepszene am rechten Arm, die mich nächtelang mit Schmerzattacken geplagt hat. Es hat sich wesentlich gebessert und ich sage Danke für eure Gebete. Und aus der Schweiz schreibt uns ein Mann Folgendes: Ich danke Ihnen vielmals für alle Gebete. Sie haben an einem Gebetstag gesagt, dass man seine Hand auf die schmerzende Stelle legen solle, als Sie gebetet haben. Das war damals mein schmerzendes Handgelenk. Jesus hat eingegriffen und mich geheilt. Auch von Corona hat mich Jesus geheilt. Ich bin so dankbar. Ja, und das kann man nachvollziehen, wie dankbar man ist, wenn Schmerzen verschwinden. Und keine Beschwerden mehr, schreibt diese Frau. Von Herzen Dank für die Gebete. Die Hüfte schmerzt nicht mehr und die Bauchspeicheldrüse tut auch nicht mehr weh. Und wenn du Schmerzen hast, gib die Hoffnung nicht auf. Gebet hat Wirkung. Ja, wie wunderbar. Wenn du etwas erlebt hast, lass es uns wissen. Die Kontaktdaten, die sind eingeblendet. Ja, wir hatten es von der Veränderung Wasser in Wein. Was darf Jesus bei dir verändern? Ich sag dir, trau's ihm zu. Wasser zu Wein machen, wer kann das schon? Und er kann auch deine Sache verändern und dass du wirklich deinen Tag feiern kannst, wo du sagst, oh, ist das alles blöd.
Gott kann das verändern. Geh zu Jesus und sag, Herr, Herr, bitte verändere meine Situation. Und sende uns gerne deine Gebetsanliegen. Wir beten für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Jan, heute möchte ich dir sagen, unser neues Magazin ist eingetroffen. Wenn du es noch nicht kostenlos bestellt hast, mach es jetzt. Auf der Webseite findest du die Kontaktdaten, wo man es bestellen kann. Es ist völlig kostenlos. Da sind immer zwei Inputs drin und viele, viele Informationen. Es wird dich freuen. Und wir verabschieden uns nun und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Bis bald. Der Herr segne dich. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.